Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crime Scene Cleaner. Wir machen hier heute weiter, wo wir gestern aufgehört haben. BZW, wo ich gestern aufgehört habe. Wir sind gerade angekommen. Gott, ich weiß gar nicht mehr. Verfügbare Punkte 5. Schade, ich bin gerade überlegt, was ich... Ich wollte irgendwas, war mir total wichtig gewesen, was ich unbedingt machen wollte. Nein, warte. Ich wollte, glaube ich, unter allgemein gehen. Der reinige Sinn, wertvolle Gegenstände, voll, blabliblub. Blabliblub, mir egal. Und ich weiß gar nicht, was ich... ich wollte irgendwas machen. Ich wollte irgendwas machen. Erhöht die Anzahl der Nutzung aller Reinigungsmittel um 1. Das finde ich gut. Das ist, ja, gerade so für größere Orte. Warte mal. Der Eimer fasst 25% mehr Wasser und ermöglicht es ihm, die Werkzeuge öfter zu reinigen. Finde ich auch wahnsinnig wichtig. Erhöht die Anzahl, blabliblub. Werkzeuge. Erhöhe die Kapazität von Müllbeuteln, erhöhe die Reichweite der Müllerkennung. Ja, gut, okay, die maximal ein kombinierter Müllbeutel. Zusätzliche Richtungslampe. Ich lasse die 2 Punkte mal. Für Dinge, die mir unterwegs noch einfallen. Erhöhte Widerstandsfähigkeit des Wischmops. Was ist das hier eigentlich? Erhöhe die Geschwindigkeit beim Verwenden von Wischmopp und Schwämmen. So, jetzt reicht's aber. Okay, alles klar. Bett. Ich muss unbedingt ins Bett. Der gestrige Tag, ganz ehrlich. Uff. Dexter, was sagst du dazu? Who's a good boy? Not me, that's for sure. Ja, schwierig. Schwierig. Sehr schwierig. Ich habe mich gestern gar nicht... Von Katzen habe ich ein Trauma, ganz ehrlich. Was haben wir hier? Was ist mit der Schüssel los? Ich glaube, wir haben einen Poltergeist und er mag Müsli. Er hat aber keinen Körper und kann sich kein Müsli und keine Milch einschütten und demzufolge auch nichts essen. Das ist ja sehr ärgerlich für ihn. Was liegen hier? Kartoschka? Ne, Äpfel, ne? Erdäpfel maximal. Hebe auf. Das ist so eine Kartoffel. Eine sehr stabile Kartoffel. Oh, hoppala. Ich mache mir mal die in die Pfanne. Ich mache mir jetzt Bratkartoffeln und ihr könnt nichts dagegen tun. Bratkartoffeln. Ich mache, das sind russische Bratkartoffeln. Die macht man, man schneidet die nicht. Man brät einfach die Kartoffel. Ich packe mal die Tasse wieder hin, sonst sieht es hier so unordentlich aus. So, Bratkartoffeln. Die muss jetzt erstmal 10 Sekunden liegen bleiben, sonst ist sie nicht gut. Wie war das jetzt hier mit Musik gewesen? Das war alles irgendwie ein bisschen komisch. Können wir hier mal... Ich mach mal... Ich weiß nicht, warum ich die auswählen kann. Ich mache das einfach. Und dann mache ich das. Und dann mal gucken, was passiert. Normalerweise müsste der doch jetzt alle, die ausgewählt sind, abspielen. Oder? Und in der Zwischenzeit mache ich mir Bratkartoschkas. So. Ich habe es nicht so mit der tiefen Wahrnehmung, deswegen... Ah, geht. Das sind exakt dieselben Kartoffeln. Ich sag's ja nur. Nein, nein! Scheiße. Ich wollte mir Bratkartoffeln machen. Das funktioniert nicht so gut. Die Kartoffeln wollen immer wieder weg. Paradiso Blend. Gut, okay. Können wir hier raus? Es würde schön aussehen da draußen, aber ich komme leider nicht raus. Ärgerlich. Ich gehe mal im Bett, ne?
Das macht mich traurig. So, ich gehe ins Bett. Kissen nochmal ausschütteln. Und dann würde ich sagen, ganz ehrlich, nee, ich kann es mir nicht. Okay. Gute Nacht. Ja, ich möchte unbedingt. Matthäus Pizzeria, 5. Juli 23. Gentlemen, Big Jim, we've let him do whatever he wants for far too long. Fuck yeah, it's time we teach this motherfucker who real. Did someone call for Big Jim? Who's laughing now? Und wer macht die Schweinerei wieder sauber? Ich glaube, Big Jim hat ein Aggressionsproblem. Please, I swear, I won't tell him. Too much talking. Ja, ich bin mir sogar sicher, dass er ein Aggressionsproblem hat. Pizza. Kann ich nicht einfach ein Stück Pizza essen? Warum geht das? Geht nur in dem hier. Okay, alles klar, ciao. Ich bin nicht da. Ich will nur meine Pizza essen. Warum rufen die mich an? This is Jim. What you did at Mike's was good. But we've got bigger fish to fry tonight. I have to take care of some backstabbing fuckers scheming against me at Matteo's Pizza. What can I say? There will be blood. So prepare some body bags, Kowalski. A whole lot of them. So now I'm eating their last pizza? Die Tasse ist schon ganz aufgeregt. Yummy! Kann ich das nicht zumachen wieder? Den Deck? Nee. Also ich habe offensichtlich jetzt die ganze Pizza weggegessen, weil ich mal eben schnell Hunger hatte. So, und wenn ich schnell Hunger habe, dann muss ich immer relativ... Are you hungry, Dexter? Do you like pizza? Ich bin der Meinung, dass ich die ganze Pizza gegessen habe. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, weil sie so schnell weg war. Ich fahr mal. Jetzt steht die ganze Zeit da, öffnet sie ihren Fertigkeiten bauen. Schön. Was haben wir denn hier? Schwämme verschmutzen 20% langsamer. Das ist doch auch okay. Ciao. So. Also, Pizzeria. Ach so. Ich muss. Oh. Moment. Laptop. Sorry, ich vergaß. Also, andere Kinder sind gemein. Och, Elena. Hallo, Papa. Heute war ein harter Tag. Und ich muss das einfach mal loswerden. Ich habe ein paar Freunde gefunden, aber manche Kinder sind doof. Ich habe Katie erzählt, dass mein Papa als Hausmeister arbeitet. Und dann hat der ganze Tisch angefangen zu lachen. Das war so gemein. Alle haben mich verspottet. Ich war so fertig, dass ich einfach gehen musste. Aber mach dir keine Sorgen, Papa. Ich weiß, dass du sehr hart arbeitest und ich bin stolz, deine Tochter zu sein. Bitte gib Dexter eine schöne Belohnung von mir. Ich hab dich lieb. Wenn die wüssten, wie schwer so ein Hausmeisterjob ist. Drecksbelger. Was? Opferzahl 11.
Taui pro Opfer. Cool. Schön. So. Oh Gott. Nun, das Restaurant säubern. Du hast großartige Arbeit im Wellness Center von Mike geleistet, aber das war nur die Vorspeise im Vergleich zu dem Auftrag, den ich als nächstes für dich habe. Nimm alles, was du brauchst und gib dich zu Matthäus Pizza. Erwarte ein verdammt blutiges Gemetzel. Was waren das davor? Hm? Das möchte ich mal wissen. Was war denn das davor? Big Jim, es ist wieder 21.37 Uhr. Wir fahren los. Geh zum Auto. Ich habe die Schnauze jetzt schon voll. Ganz ehrlich. Es wird wieder ein dreckiger Job werden. Ciao, Dexter. Mal gucken, was Dexter morgen macht. Wutwitz. It'll be a long night. Wie jede Nacht, wenn wir rausfahren. Oh Gott. What a massacre. Here I thought that I'd finally gotten used to this job. I couldn't be proved any more wrong. That made me realize that there's no escaping Big Jim. At least, not if I didn't want to be full of holes like a cheese. Ja, das ist das Problem, ne? Wenn du dich einmal mit so einem Boy einlässt, dann... Wenn du dich spurst, dann... Tja. Braucht er einen neuen Cleaner und dann kann der dich wegwischen vom Boden. Hinterhöfe, Ort freigeschaltet. Oh, es fängt hier schon an. Schönes Auto. Da haben wir noch eins und da... Ja, natürlich. Ja, die, was ist ein Sedan. Das ist definitiv kein Sedan, aber gut. Ich mach schon mal auf. Hm. We had a busy night. So expected you with 11 parties. Okay, understood. Oh, and one more thing. Some old hag started yelling at us from the window, so we stuffed her mouth with some bullets. Pack that body as well. Sure thing. Uff. All right, let's get to work. Ja, ist hier? Ja, also, ich möchte noch mal sagen, 11 Leichen. Fangen wir mal hier an. You won't budge. I have to go around. Ich muss umhergehen. Jetzt? Closed. I need to go another way. Ach so, okay, alles klar. Sah aus wie Blut. Hatte ich nicht hier irgendwie so eine Sicht gehabt? Ich weiß nicht mehr, wo die war. Es ist 24 Stunden her, dass ich das Spiel gespielt habe. Zwischendurch noch andere. Ach hier, Q war es gewesen. Ja, da leuchtet alles wie... okay. Nun. Was soll ich dazu sagen? Ein Zettel. Another proof that more people should start reading. Okay. Lieber Herr Koch. Dear Mr. Cook. Nun, ich weiß, dass Sie keinen Respekt vor irgendjemanden haben, der nicht Gott/Gordon Ramsay ist. Aber Sie sollten zuhören, wenn ich Ihnen sage, den verdammten Schlüssel zum Kühlraum mitzunehmen. Wollen Sie dort drin stecken bleiben? Wie der Typ in Shining? Wollen Sie das? Also den Kühlraumschlüssel mitnehmen. Nee. Ich muss erst gucken, wo der Kühl... Mamma mia! This place looks more tangled than the pasta in my cabanara. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Ach Gott. Uff. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur noch furchtbar alles. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich erst die Leichen wegpacken? Soll ich erst sauber machen? Soll ich drumherum wischen? Ich sammle mal die Mac 10.
Ja, gut. Ja. Bitteschön. Dann machen wir doch schon mal ein bisschen Reiniger rein. Wir werden es brauchen. Verlangsamt die Rate. Das ist genau richtig. Und dann brauchen wir natürlich noch verlangsamt die Geschwindigkeit, mit dem Wasser mal verschmutzt wird. Auch nochmal Rinder. Wir werden es brauchen. Nun. Ach, natürlich. Es ist... Der Koch hat sein letztes Süppchen gekocht, würde ich sagen. Eine Pfanne. If I didn't know any better, I'd think some tomato sauce had got stuck on this pan. Ja, es ist alles Tomatensauce. Alles Tomatensauce. Oh, hier. Knoblauch, Pilze. Das hätte mal lecker werden können. Naja. Gut. By the real mobsters? That's the opposite of ironic. Hey, Tammy, denk daran. Herr Gatti und seine Freunde sind viel wichtiger als unsere Stammkunden. Also sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Und komm nicht einmal in die Nähe ihres Tisches. Es sei denn, du wirst gerufen. Bitte um Gottes Willen, versau es heute Abend nicht. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut lief, oder? Hm? Sagt ihr dazu? Der Service war offensichtlich nicht der beste. Ich nehme mal den Schlüssel mit. So, what secrets do you hide? Ja, das würde ich gerne rausfinden tatsächlich. Oh, oh. Dummy, dummy, Mafia bestehlen ist bestimmt eine gute Idee. Na komm. Wir müssen ja irgendwo anfangen. Wir müssen ja einfach irgendwo anfangen. Hilft ja alles nichts. Warum sind da eigentlich Bretter vor? Ich frag für einen Freund. Ciao. Moin, kommen Sie mal mit, bitte. Dankeschön. Ciao. Könntest du bitte... Der ruht sich noch aus. Bevor es losgeht, die wilde Fahrt. So, dann, ach hier, gucke mal. Proceeding with an alliance without Mike. I guess they didn't learn their lesson. Doc, hey, wo bist du gerade? NB Tyrone. Ich bin in einer Minute da. Das hast du schon vor einer Stunde gesagt. Ja, aber diesmal lüge ich nicht. Ist Mr. G schon da? Nein, aber er kommt gleich. Tja. Ich sag mal so. I thought the Nomads would be disbanded after the spa incident, but I guess they're still trying to get their revenge. Offensichtlich. Aber das mit der Rache hat ja nicht so gut funktioniert. Warte. Ups. Ah. Dankeschön. Puh, hab gedacht, der stackt jetzt fest. Oh Gott. Oh Gott. So, warte mal, wo ist denn hier mein Kurz- und Kleinschlagebeil? Kann ich auch ein bisschen Aggression ablassen hier? No use fixing. Better to throw it away. Hier ist nichts mehr mit fixen. Ganz ehrlich. Ah, da liegt noch einer drunter.
ich nicht kommen sehen. For so many tables anyway. Nee, niemand braucht so viele Tische. Ja. Ich pack den mal. Kann man den noch kleiner machen? Der ist obenrum relativ heiß. Unbelievable, what people can do in the heat of the fight. In der Hitze des Gefechts, stehst du? In der Hitze des, weil er im Ofen und so. Gut. Und das auch. Wo ist denn... Ach du Scheiße. Oh Gott. Der hier noch. Komm. Kommen Sie mit, Sir. Ich habe da einen Platz in meinem Auto für Sie reserviert. Jui. Ja, der Job, der macht dann auch stumpf, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das war der falsche Knopf. Oh. Müll, Müll, überall Müll. Tschüssi. Ich pack die erstmal nach da. Oh, die ganzen Kleinteile, die werden mich fertig machen. Jo. Bam, 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 bam. Hier ist noch ein Sack. Ja, scheiße. Wie oft will man gehen? Ja. Bullet after bullet after bullet. Ja, es ist tatsächlich so. Na gut, war eine Mac-10, ne? Da passt ein bisschen was rein. Geht nicht, okay? La 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 la. Oh, fuck off. Wie soll das denn alles ins Auto passen? Hat man darüber jemand nachgedacht? Ja. Ja. Uff. Jetzt weiß ich, was ich gerade für einen Skill haben wollen würde. Einer, der, mit dem ich jetzt nicht achtmal gehen muss. Das gute Olivenöl, du. So eine Schande. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist noch ein Schnippel. Hier ist noch ein Schnippel. Patrone, Patrone. Natürlich ist der Sack wieder voll. Was auch sonst. Was ist eine Patrone? Haben wir noch Müll? Gibt's hier noch Müll? Den würde ich ja wegpacken. Aber vielleicht kann ich ihn auch sauber machen. Ich bin mir nicht sicher. Da ist Schlüssel. So, das sieht doch erstmal ganz vernünftig aus. Kann ich die Pizzen auch weghauen? Ja, kann man ja nicht mehr. Ein bisschen viel Tomatensauce drauf jetzt, ne? Oh, hier noch ein bisschen Gemumpel. Oh Gott. Hier waren noch irgendwo Pizzastücke, die rumlagen, oder? Da. Dum, 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 dum. Tablett nicht. Krieg doch nie wieder sauber. Hilft ja nichts. Can't pick up anything with a full bag. Ja. Ich möchte nur nicht das alles, ich weiß auch nicht. Das lassen wir mal. Kann ich das hier nicht wegschmeißen? Warum nicht? Verstehe ich nicht. Gut, ich würde sagen... Toll. Aber... Kacke. Ich
Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich über den Zaun werfe. Habe ich dann ein Problem eventuell? Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, weil ich nicht so weit werfen kann. Das sieht schon mal aus wie ein Bein hier, das Rohr. Ich weiß immer noch nicht, wie das alles reinpassen soll. Aber da hat sich auch einfach keiner Gedanken drum gemacht. Mach mal wieder zu hier, nicht, dass noch einer reinkommt. Gut, dann würde ich mal sagen... Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee war. Kann ich jetzt wieder umschmeißen? Tray so clean, you can eat off of it. Ja, gut, weiß ich nicht. Ob ich das jetzt unbedingt machen würde. Wo waren hier? Ich glaube, von hier aus sauber machen ist nicht die dümmste Idee. Sonst trage ich den ganzen Schmutz wieder überall hin. Weißt? Widerlich. Oh Gott, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sauber? Sah so nicht sauber aus. Zumindest ist die musikalische Unterstützung doch echt ganz nett. Ich glaube auch nicht. Stand hier nicht sogar irgendwo? Mitten in der Nacht. Olivenöl, super. Den kriegt man ja super vom Boden ab. Den Mist. Ach ja. Das ist fast wie neu hier alles. Oh, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Das war jetzt so nicht geplant. Bin ich ehrlich. Müll ja eigentlich vermeiden. Sieht jetzt aber viel ordentlicher aus. Mach den Schrubber nochmal hier. Oh Gott. Oben komme ich da wieder nicht ran. Bam, 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 bam. Da klebt Pizza an der Wand. Aber ich glaube, das war vorher schon. Das muss so, ne?
Das hat hier nichts mit diesem kleinen Malheur zu tun, das hier passiert ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein richtiger Zauberschwamm ist das. Junge, Junge, Junge. Was der alles aufnehmen kann. Mehr als der Schrubber. Hier gehen wir noch mal ein bisschen drüber. Man weiß ja immer nicht, was ist Blut, was gehört zum Bild dazu. Oh, das ist auch alles schön, der ist sauber. Scheint auch alles sauber zu sein hier. Der auch, der auch. Das Tablett. Das Ding ist, es darf ja auch nicht zu sauber sein. Weil sonst glaubt es wieder keiner, dass das hier so ein Etablissement ist. Something is blocking the way. Etwas blockiert den Weg, natürlich. Was auch sonst. Ja. Wunderbar. Wahrscheinlich so rum. It won't move like this. Mhm. Natürlich. Nehmen hier, den nehme ich auch nochmal mit. Dann kommt der hier hin. Das hat doch ein bisschen was von Renovierungssimulator, weißt du? Hier von, wie hieß es denn? Hausflipper? Das war doch auch so. Dass du da in Häuser gekommen bist, die aussehen wie Rotze, dann hast du alles abgerissen und sauber gemacht und dann war das fein. Huch. So habe ich damals mein Business aufgebaut. Ist das Blut? Bin mir nicht sicher. Ich wische mal überall drüber. So. Keine Ahnung. I can't put it back like that. Warum nicht? Ist er dreckig? Ah, okay, deswegen. Cool. Kommen die hier rein? Natürlich. Kann ich das, sollte ich das nicht vielleicht erst hier sauber machen an der Wand? Die schmiere rein hier. Komme ich wieder so schlecht daran, weißt du? So. Mal auswringen den ganzen Kram. Fertig. So, hier sieht es doch schon wieder super aus, oder? Wo war denn hier mein Blick? Da oben ist noch. Die Pizza bleibt einfach kleben. Mir doch egal. Das gehört sich so. Die Nummer. Cool. Sehr schön. Wischi, waschi, wischi, waschi, wischi, waschi. Moment, der Stuhl, der kommt doch hier hin. Was macht der da hinten? Hier ist auch noch einer. Hier hätte ich gar keinen Bock zu sitzen. Direkt an der Tür? Nee, das ist ein Kackplatz. Richtiger Kackplatz ist das hier. Kriegst aber die Tür in den Nacken und es zieht. Gar keinen Bock drauf. Warte mal, ich mach erstmal hier. Und dann gehe ich hier nochmal mit dem Schwamm drüber, weil ich glaube. Siehst du, da war doch was. Wo ist es ganz genau? Und hier bin ich nicht so richtig rangekommen.
So, einmal hier den Ofen wieder sauber machen. Der ist auch bestimmt. Das Blut ist gar nicht eingebrannt durch die Hitze. Kein bisschen. Nein, nein. Scheiße, der Ofen ist gleich viel zu sauber. Das ist eigentlich auch nicht gut, ne? Da sieht das ja aus, als hätte jemand sauber gemacht. Ups, falsche Taste. So, ein bisschen Spüli. Mach mal den Kram hier für die hartnäckigen Flecken. Dam, dam, dam. Wegen Ofen und so, weißt du? Und dann das hier auch noch. Ja, jetzt wird es nämlich ein bisschen twickiger. So, einmal den hier, einmal den hier. So. Kriegen wir hier nämlich die harten Flecken von Ofen viel leichter ab. Die Mischung macht es, Leute. Die Mischung des Reinigungsmittels. Und dann geht das auch alles wunderbar hier. Können wir hier nochmal den Boden gleich nochmal ein bisschen drüber wischen. So, so, so. Matic. Nice. Ins Feuer rein. So. Cold take. You shouldn't be able to lock yourself inside an industrial freezer. Ah, das ist jetzt der Schlüssel für den Kühlraum. Sehr schön. Ja, machen wir hier nochmal ein bisschen sauber. Dachte ich mir. Es ist, wie es ist. Heute ist zwar Sonntag, aber so nach einem Arbeitstag ist dieses Spiel, glaube ich. Das habe ich ja. Nee, Moment, ich habe es erst am Freitag aufgenommen. Ja, doch, ist auch ein Arbeitstag gewesen. Nach so einem Arbeitstag ist das echt irgendwie. Das hat was Beruhigendes, weißt du? Das hat irgendwie so. Du sitzt den ganzen Tag im Büro rum und wenn du nach Hause kommst, denkst du dir, yo, da, das ist gerade genau das Richtige. Das ist genau das richtige Spiel. Hier kann man so ein bisschen. Oder Hitman, das wäre. Und danach das. Das wäre auch irgendwie. Der Mix macht es dann halt am Ende des Tages. Erst ein bisschen Nummer 47 durch die Gegend jagen. Aus Versehen. Unbelievable. This glass is intact after all this action. Ja, das ist durchaus richtig. Das ist bestimmt Panzerglas. Erst hier mit 47 durch die. So. Durchrennen, weißt du? Und danach hier als Cleaner hinterher. Das ist dann 47. Nebenjob, weißt du? Das ist das Eigentliche. Erst saut er alles ein und dann macht das wieder sauber und kassiert halt doppelt ab. Das wäre total schlau. Ich würde es so machen. Ich würde es natürlich so machen, dass ich nicht so eine Sauerei mache, aber das trotzdem sauber gemacht werden muss. Weißt du? Aber dann ist man hier nicht so lange beschäftigt. Win-win für alle Beteiligten. Oh. Oh, hier nochmal überall drüber gehen. Nicht, dass hier, weißt du, irgendwo Spritzer noch sind. Hier auch. Sauber dieser Ofen geworden ist. Wahnsinn. Ja, von in den Türgriff. Was ist eigentlich mit den Autos? Die müssten eigentlich auch weg, ne? Nicht irgendwo zwei Tablets? Hier fehlt ein Tablet. Warte mal. Ich habe hier irgendwo zwei Tablets reingepackt, aus Versehen. Hier!
Ah. Ja. Jetzt haben wir es, ne? Ja, sehr gut. So, nochmal umgeguckt hier. Hier. Habe ich gesehen. Da war noch ein bisschen Schmiere. Ich glaube, das sieht ja erstmal gut aus. Ja, sehr schön. Kümmern wir uns mal ein bisschen hier um den Kollegen. Back to the roots with good old toilet cleaning. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der ist echt durchsiebt, ne? Und das auf dem Klo. Es gibt Milliarden bessere Arten zu sterben. So, schön sauber machen. Perfekt. Natürlich ist das dreckig. Waren hier wegnehmen? Da. Reinige. Nee, warte, das hier. So, und dann brauchen wir starkes Reinigungsmittel, verlangsamte Geschwindigkeit. Hier, das nehmen wir einmal. Bop. Und dann nochmal das. So, der war, glaube ich, sauber, ne? Und den Schwamm auch. Gut. Die Geschichte. Und die Schmiere hier kriegen wir nicht ab. Alles sehr ärgerlich. Ja. Falls da noch was drin war. Und ihn natürlich. Vincent, is that you? Das war Vincent. Irgendein Vincent hast du ja immer mit dabei. Ich hoffe, hier guckt keiner. Könnte komisch aussehen. Komm. So. Ich weiß nicht, wie die alle ins Auto passen sollen. Es ist mir ein Rätsel. Können wir mit der Zeitung irgendwas machen? Das spült gar nicht. Betrug ist das alles hier. Scheint sauber zu sein. Scheint sauber zu sein. Gut. Nee, ich geh erstmal hier hin. Mit einem kalten Lappen ins Kühlhaus. Also, oder auch mit dem warmen Lappen. Das ist echt nicht. Das ist nicht schön. Das ist alles sehr unangenehm. Oh Gott. Null. Schön den Teppich sauber machen. Bis er wieder glänzt. Die Tomatensoße wegwischen. Bis alles wieder sauber ist. Er macht es gemütlich da unten, weißt du? Er ist ready. Er ist einfach ready for takeoff. Gut, ich nehme ihn mal direkt mit. Mal gucken, ob er noch ins Auto passt. Wir haben noch 5 Leute, die wir hier reinpacken müssen. Ich weiß nicht, wie das passen soll. Ich habe doch nur einen kleinen Pickup, verdammt. Da denkt wieder keiner drüber nach. Gut. Ich finde es super, dass die sich selbst verpacken. So. Mm-hmm.
Wand das Bild. So, hier noch ein bisschen auf dem Boden. Das ist mir alles noch nicht... Das ist mir hier alles noch zu schmuddelig. Kann so nicht arbeiten. So, das ist sauber. Vor allem muss ich auch aufpassen, wenn ich hier was mitgehen lasse, dass da kein Blut dran ist. Dann hast du hier irgendwie getrocknetes Mafiosi-Blut an irgendeiner Figur, die du dir ins Regal stellst, weißt du? Und irgendwann nach Jahren durchsuchen die Cops deine Bude und dann finden die diese Figur, die du vor Jahren mal geklaut hast, mitgenommen hast als Bezahlung. Und dann wanderst du wegen so einer Scheiße im Knast. Da hast du keinen Bock drauf, ne? Da hat man keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. Ah. Was haben wir hier? We're fucked, boys! Big Jim knows all about the meaning of the tales! Knows all about the deal! Run! Wir sind ja... Answering this one would save many lives. Ja, möglicherweise. Wir sind erledigt, Chef. Big Jim weiß alles über das Treffen bei Matthäus. Weiß alles über den Deal. Lauf! Ich würde sagen, sie haben nicht genug Zeit gehabt, um zu laufen. So, besser. Warte mal, das muss hier... Dann das hier einmal wieder richtig hinstellen. Das kommt... irgendwo hin. Bild wieder gerade hinhängen. Da ist noch eine Kassette, die nehmen wir gleich. Oh, was haben wir denn hier? Bingo. Ja, Familienbingo. Familienbingo. Ach, hier. Taking one party in a suite? Nee, taking over a party in suit? Ich nehme das mal mit. Das ist ja schön. Das sieht aus wie eine Totenmaske auf dem Kissen. Wenn du einen mit dem Kissen erdrückst und das ist das, was übrig bleibt. So sieht das ungefähr aus. Nee, schön. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Hier? Auch nicht. Gut, dann beschmoppen wir hier mal noch ein bisschen. Ich habe keinen Bock, an das Regal zu kommen. Dann fällt hier wahrscheinlich alles auseinander. So, Kassette, Prosciutto Core, das ist, ja, nehme ich, Ladeschub, Milch, was haben die denn immer mit der Milch in der Schublade? Das ist ungesund, mach das nicht. Niemand hat Milch in der Schublade. Und auch niemand hat Cornflakes in der Schublade. Ach, ich habe Müsli auf Arbeit in der Schublade, aber das ist was anderes. Aber keine Milch, verdammt. Na, kann ich auch nachvollziehen. Gut, was ist das hier? Hebe auf. Es hätte in dem Müll einmal fallen können, tut's aber nicht. Von daher, mir egal. Kalter Kaffee. Das ist auch total widerlich. Was haben wir hier? Stadtwände. City Walls. Lukas Apollinario. Mhm. Studio 29. Funny Stories. Brücken. Piquant and spicy. Pikante und würzige Rezepte. Oder nicht würzig. Spicy ist nicht würzig. Ich komme gerade nicht drauf. Weiß schon. Pikant eigentlich. Spicy ist eigentlich pikant. Und nicht pikant. Weiß ich nicht. Und würzig aber auch. Aber eher so in die Scharfrichtung würzig. Was ist hier eigentlich passiert? Attention, ihr Verlierer. Der verdammte Aufzug im Hotel ist schon wieder kaputt. Jetzt müssen wir uns über diese verdammte lange Leiter abmühen. Falls es einer von euch Idioten noch nicht mitbekommen hat, der Schlüssel für die Luke... Die Schlüssel für die Luke sind in der Küche. I wonder what kind of secret ingredients do they keep in the basement. Ja, richtig. Den Schlüssel habe ich aber schon.
cool. Ja, okay, da gehen wir noch hin, aber hier müssen wir erstmal durchs Regal wischen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Und dann gucken wir mal, was wir hier alles so Schönes mitnehmen können noch. Das eine oder andere wird sich hier finden. Hier ist die goldene Pizza. Die gehört bald mir, da bin ich mir ganz sicher. Sieht gut aus. Also, das muss hier irgendwo hin. Das muss hier irgendwo hin. Irgendwo noch ein Globus. Was ist denn da? Hier muss irgendwo noch ein Globus rumliegen. War ich hier? Ne, hier ist nichts. Globus. Hier ist übrigens eine Luke. Ich sag's nur. Ah. Und hier ist Smuts. Ganz viel Smuts. Ich befreie die mal davon. Nehme ich auch mit. Das kann man auch noch mitnehmen. Ja, ansonsten. Bisschen Geld haben wir schon. Was ist damit? Ist das aber nicht der Globus, der, oder? Das ist ja ein anderer. Eigentlich. Ah. Nichts. 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 Noch mehr nichts. So viel nichts. Naja, ein Huni zumindest. Was haben die für eine nervige Uhr hier? So, wie sieht's hier aus? Oh. Nun. Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Wischi, waschi, wischi, waschi, wischi, waschi, wisch. Wischi, waschi, wischi, waschi, wischi, waschi, wisch. Vor allem hier draußen, so auf dem Beton, das macht dich so kacke sauber. Da denkt auch wieder keiner drüber nach, weißt du? Tut und macht und tut und macht. Ja. Hier nochmal überall den hier machen, weißt du? Alter, hier ist ja doch alles voll. Alles voll geschmiert hier. Ah, hier gehe ich nochmal drüber. Ist doch nicht. Hier auch noch. Okay. Ich würde, glaube ich, ganz gerne mal ein Lichtchen aufstellen hier in die Gasse. Dann sieht man das ein bisschen besser. So. Musik oder so. Bin mir nicht sicher. Na, so, 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 so. Bleiben Sie ruhig liegen, junge Dame. Ich wisch drumherum. Gar kein Problem. So, das beweisen wir. Papa, warum gehst du nicht ans Telefon? Arbeite gerade, sorry. Papa, ne, so, andersrum. Warum gehst du nicht ans Telefon? Ich arbeite gerade, sorry. Bitte auch dir einen, bitte such dir einen anderen Job. Bei Matthäus Pizza stimmt irgendwas nicht. Manche sagen, Mr. Gatti besitzt es. Mr. Gatti besitzt es, weil Gatti Mafia und so, weißt du?
Oder besitzt den Besitzer. Bitte halte dich fern. Nicht jeder Italo-Amerikanische ist in die Mafia verwickelt. Nun, sei wenigstens vorsichtig. Okay, deine Mutter und ich kommen in ein oder zwei Tagen vorbei. Ich kann's kaum erwarten. Ja, nun, ich glaube, Tammy. Tja, sie hätte hier nicht arbeiten sollen. Sie hätte hier einfach nicht arbeiten sollen. Beziehungsweise an den Tag mal frei haben müssen. Jetzt liegt sie bei mir im Kofferraum. Ja. Nee, ich bin nur der, der sauber macht. Ich bin nicht das Monster. So sehe ich das zumindest. Ich muss mich hier mehr umgucken. Hier gibt es bestimmt auch mehr als ein Geheimnis. Bin ich doch ziemlich sicher. Geht's hier irgendwo rein? Auch nicht. Interessante Spiegelung. Die nichts mit dieser Gasse zu tun hat. Dwarf und Walls ist es hin. Okay. Wende bemalen ist eine Sünde. Raste doch aus. Ach, guck mal. Brauche ich den hier überhaupt? Ich nehme den mal mit. Ich glaube, hier ist nicht so viel Blut. So, was haben wir hier? Already in ruins. Those bastards demolished the entire state. And then all I could save was that little plant. One only little plant. Sounds weirdly familiar. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ist das die irre zugeguckte Gärtnerin? Ist die hier auch ein- und ausgegangen eventuell? Remember, desire only fuels the fire. Wow, okay, gut. Ein Stein. Ist das der Einstein? Machen wir doch die Hände nicht schmutzig. So, aber ich mache wenigstens sauber. Geheimnis. Ah. Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Geheimnis. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier ein Geheimnis ist. Einfach weil ich gedacht habe, dass es hier ganz normal reingeht. Und zwar, dass wir dann da rauskommen. Aber kommen wir eventuell hier hoch? Moment. Hab's gleich. Omas Wohnung. Sorry, Oma. Ich kann ja auch nichts dafür. Die muss ja nach unten. Es ist. Und tot ist sie auch schon. Jetzt brauche ich auch nicht mehr aufpassen, weißt du? Ganz ehrlich. Hm.
Wow. Wie zur Hölle? Warum verlieren die Leute hier alle so viel Blut? A perfect spot for painting and spying on your neighbors. Junge. Gieße kaputt. Scheiße, gibt's hier ein Bad? Oma hat kein Bad. Und irgendwo klingelt das Telefon. Du kannst doch nicht erzählen, dass Oma kein Bad hat. Es ist eine Einraumwohnung ohne Bad, ohne Küche, ohne alles. Na, ist okay. Jetzt saue ich hier alles ein. Super. Ganz großes Kino. Nee, ganz großes Kino. Ich habe ja noch keinen Kram drin. Mach mal, verlangsam die Rate. Dann kriege ich das wenigstens alles mit einmal sauber, weißt du? Und Geschwindigkeit, was da verschmust wird. Auch Rinder. Super, auswaschen. Das auch. Mal nach oben gucken. Da habe ich noch alles eingesaut. Sehr gut. Achso, ich sollte sie vielleicht erstmal wegpacken. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, wer hier noch vorbeikommt. Ciao. Damn, Big Jim is ruthless. Hard to believe I'm on his payroll now. Frage ist, wie lange? Bis wir nicht mehr nützlich sind. Und das kann relativ schnell passieren. Dann machen wir hier auch mal Wischiwaschi. Oh nee, ne? Oh Gott, ja, Ölfarbe, geil. Ist wieder wunderbar weg. Super. Hasse alles. Ha, nicht kaputt machen. So. Hier gehe ich mit dem Schwamm drüber. Hat sich das auch erledigt? Kann man die Farbdosen in den Mülleimer? Kann man nicht. Gut. Dann nicht. Wunderbar. Als wäre nie irgendetwas passiert. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen die Kärcher drüber gehen, oder? Oh, ich sehe mich gleich schon wieder nach unten flitzen. Warum hat die denn kein Bad hier? Hier ist ein Katzenkörbchen oder ein Hund. Ich sehe keine Katze oder Hund. Das ist meist kein gutes Zeichen. Weil Katzen gerne am Blut lecken. Und dann haben die getrocknetes Blut am Maul. Und das sind Beweise. Und die müssen weg. Habe ich Fallschaden? Offensichtlich nicht. Huch. Ja, mach doch mal. So. Nein! Ach, Kacke. Hab's verbockt. So, Lapin. Wischi. Vor allen Dingen leiden auch immer die Bilder hier drunter, ne? Die haben ja so riesige Bilder in den Buden hängen, das ist unglaublich. Ach, Omas Wohnung gesäubert. Nur das war's hier gewesen, sagst du. Kann man den ausmachen?
Nee. Dann gucke ich mal kurz, ob es hier irgendwas Interessantes für mich gibt. Nee. Vault History. Die Weltgeschichte. Wahrscheinlich der Enkelsohn, der Baseball spielt. Der ehemalige. Also, der hat jetzt keine. Naja. Sprechen wir nicht drüber. Keine Ahnung, random Bild. Vielleicht hat sie auch einfach nur die Bilder aus IKEA gekauft, wo Menschen drauf sind. Die hat den Rahmen gekauft, aber die Bilder drinnen gelassen, weißt du? Das kann ja auch sein. Würde mich nicht wundern. Bisschen Blumenbeet-Gedöns. Oh, hier ist nichts. Oh, ein Kettchen. Mein Kettchen. Farbdosen. Na, die war auf jeden Fall künstlerisch begabt. Der Ring, der guckte mich die ganze Zeit schon an. Ich sag dazu nichts. Katze. Ah. Mal hier noch. Okay. Nichts. Nichts. Terpentin. Hier komme ich immer noch nicht raus. Nun, dann sag ich mal, haben wir es hier, ne? Offensichtlich. Gut. Hauen wir wieder ab. Tun wir so, als ob nichts passiert ist. Ja, dann lassen wir das Fenster offen, dann kann das hier wenigstens durchlüften. Vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Idee. Ah, den machen wir wieder sauber, den auch. Ich glaube, hier hinten sind wir durch, aber ich nehme den einmal zum Schluss mit. Wer weiß, was sich hier noch befindet und wann man es brauchen könnte. Mir fehlt der Globus immer noch. Scheiße. Wo ist dieser Globus hin? Das ist mir ein Rätsel. Moin! Kommen Sie mal mit, junger Mann. Der muss doch ganz steif sein. So, einmal dahin. Hat so mittel geklappt, glaube ich. Na. Das ist nicht wahr. Danke. Muss denn immer alles schwer sein? Ist das hier? So, they turned it into an interrogation room. Verstehe. Kann man den Hammer mitnehmen? Was sie damit wohl gemacht haben? So now that you had time to think, are you finally in a mood to talk? Ah, Verhöraufnahme, okay. Shit, he dropped dead already. Why do I always fuck things up? He really deserves a cold shoulder for a fuck up like that. Ja, ich meine, das kann passieren. Soll man machen. Was habe ich denn gefunden? Ich nehme ihn mal mit. Kommen Sie mit, junger Mann. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier draußen ist es nicht allzu kalt. Ja, wunderbar. Lassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Ich bin sowas von überhaupt nicht bereit. Keine Ahnung, wo der Stuhl hier hinkommt. Aber ich wische hier auf jeden Fall nochmal drüber. Man weiß ja nie. So, dann liegt hier noch eine Zange. Ja, Mann. Stelle Möbel wieder hin. Das Problem, was ich habe... Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr Geheimnisse gibt. Ich habe momentan eins gefunden, aber ich kann mir vorstellen, dass es hier mehr als ein Geheimnis gibt. Weil das heißt nämlich auch mehr Kohle für uns. Mhm. Warte mal. Sieht aber nicht danach aus.
Und der Globus fehlt immer noch. Wo ist der Globus? Wo ist der beschissene Globus? Vorsichtshalber mache ich mal den hier, ne? Ihr wisst es ja. Sieht gut aus. Hier sieht es auch gut aus. Ich wüsste auch nicht, wo hier noch ein Geheimnis sein könnte. Hebe auf, hebe auf. Ach, der Keller. Der Keller, der Keller, der Keller. Jesus, is that some ladder to hell? Vielleicht ist hier auch der Globus. Aber wie kriege ich den hier hoch? Habe ich den kaputt gemacht, eventuell aus Versehen? Würde mich nicht wundern. That's where they were making the real dough. Oh, die Spielhöhle. Neue Kassette. Swishy Swoop. Poker. Gibt's hier auch Geld für mich? Hier klebt noch eine Kippe. Das ist kein gutes Zeichen. Hacken. Ah, 7280. 7280. Und 7908. 90. Shit. Fuck. 9. Fuck. Was? 08. 08. Mein Gott, fast versaut, ey. Easy peasy. Ja, trotzdem. Keep your friends close and your enemies closer. Oh, Treasure. Das ist der Schatz. Warum haben die denn so viel hier Ananas drin? Was ist los bei dem? 100, 300, 300, 300, 300, 300. Und was haben wir hier? 700, 700. Und Nasse Anna. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Was haben wir hier? Are you out of your mind? Trying to play Russian roulette with a Makarov? Das ist dumm. It's not Russian, it's an Italian roulette. Ah. That's not the point. If you're such a softie, then I'll start. Okay, ciao. Good thing someone has already cleaned up after this idiot. Mhm. Besser ist. So, was haben wir hier noch? Never listen to Marty. Don Corto. Warte mal, wer reich geworden ist. Kaufe sofort Pate-Sammelstücke. Gio Grant, keine Ahnung. Machst du Witze? Sei ein Mann, spiel weiter. Ah, ich will nicht verlieren. Hör zu, die meisten Millionäre sind nicht einfach so geboren. Sie kommen aus dem Risiko. Verdammt, du hast recht. Fick dich, Marty. Ja, war nicht die beste Idee wahrscheinlich. Okay, haben wir hier noch irgendwie was? Da unten? Es ist immer noch 12, es ist furchtbar. Dark. Beste Serie ever. Ja. Juhu, das haben wir hier noch. Kehrblech.
Ja, ich glaube, dann haben wir hier eigentlich alles durch. Komisches Bild, das sieht so zerknittert aus irgendwie. Drehen, drehen, drehen. Alles klar. Ja, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts weiter. Vielleicht. Oh, ich habe aber Sorge, dass ich irgendwas übersehe. Out of order. Und ich übersehe mit Sicherheit wieder irgendwas. Und das nervt mich jetzt schon. Obwohl ich gar nicht weiß, dass ich irgendwas übersehen habe. Gehe ich aber davon aus, dass ich was übersehen habe. Und das macht mich wahnsinnig. So, zwei Geheimnisse haben wir gefunden. Ah, das sind wahrscheinlich die ganzen Paten. Wie lange gibt es das Unternehmen schon? Wie viele hundert Jahre? Die sind ja alle relativ alt geworden, ne? Oder sind das andere? I don't know. Und es fehlt noch der scheiß Globus. Dieser Globus. Dieser verkackte Globus. Irgendwo muss ein Globus liegen. Keine Ahnung. Nehmen wir meinen Eimer wieder mit, weil sauber ist ja alles. Wo ist der Globus? Das Schlimme ist, wenn ich den Globus nicht finde, weiß ich, dass ich irgendwas übersehen habe. Doch was. Warum komme ich denn hier nicht hoch? Aha! Ich wusste doch, dass es hier noch was gibt. Welcome to the Not So Underground Concert. Okay, cool. Was haben wir? Rock'n'Roll All Night. Nee, das wollte ich nicht. Ist hier der Globus zufälligerweise Geheimnis entdeckt? Okay. Ah. Eine Kassette. Sunny and Hell. So nämlich, was haben wir hier? Mann, diese Wow-Bautypen sind verrückt. Zuerst ziehen sie durch die Stadt und ihr Bassist verschwindet einfach. Hey, ernsthaft, wo treibt er sich überhaupt rum? Und dann, als ob das nicht schon genug wäre, entscheiden sie, die Bar mit ihrem Erbrochenen zu dekorieren. Rock'n'Roll ist eine wilde Fahrt. Aber der Gig heute Abend, ja, der ist geplatzt. It's nice to see Robo still doing its thing. The fuck?
So, besser wird's nicht. Da können wir nicht durch. Okay, ich habe jetzt zwar das Geheimnis entdeckt, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin... Ja. Ich würde die Krone gerne mitnehmen. Ist aber vielleicht keine gute Idee. Hier ist der Notausgang. Aber hier ist nichts, ne? Und davon nur die Hälfte. Hm. Hat mich jetzt ein Huni gebracht, ne? Aber... Lohnt sich halt immer wieder umzugucken. Aber wo ist dieser Kack-Globus? Also ich gehe aktuell gerade davon aus, dass der eventuell kaputt ist. Scheiße. Hier ist kein Kack-Globus. Warum soll hier auch der Kack-Globus sein? Oh, das ist das erste Mal, dass ich keine 100% bekomme. Das ist ja noch viel schlimmer, als ein Geheimnis zu übersehen. So. Globus. Liegt denn da noch? Feuerlöscher. Okay. Cool. Seht ihr den Globus? Ich sehe den Globus nicht, ne? Da oben fehlt ein Globus. Ich sehe den Globus nicht. Kannst du mir nicht erzählen, dass ich diesen Kack-Globus nicht sehe. Der ist es nicht. Der hat da sein eigenes Leben. Gibt's doch nicht. Wird mir aber auch nicht angezeigt hier irgendwo, ne? Ist hier ein Globus? Ist hier ein Globus? Ist hier ein Globus? Ist hier ein Globus? Da oben war doch aber auch keiner, oder? Ich meine, wie soll der da hochkommen? Die wurde ja erschossen und nicht von einem Globus erschlagen. Also es würde keinen Sinn machen, dass der Globus hier oben irgendwie landet. Es sei denn, es gibt noch irgendein Secret, was ich noch nicht verstanden habe. Irgendein Plot-Twist. Ne. Einfach nur ne. Hier ist auch kein Globus. Ich finde diesen Globus nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ich meine, warum soll er hier sein? Aber... Kein Globus. Ist auch mega unauffällig, wie ich hier mit meinem Strahler lang gehe. Aber ist mir egal, ich will den Globus sehen. Finden. Hier geht's nicht rein. Kann ja nicht sein, dass es hier kein Globus gibt. Was ist das für eine Farce? Oh, kotzt mich das an. Hier geht's auch nicht raus. Ich hasse alles. Globus! Haha! Die kleinen Schweinchen.
die kleinen Bastarde. Warte. Tür zu. Die Tür ist zu. Tür zu. Das passt alles. Den einmal einpacken. Tür zu. Hier war, glaube ich, alles zu, ne? Hier auch. Als ob niemand da gewesen wäre. Und es kommt auch niemand mehr. Oh Gott, ich habe den Globus gefunden. Den Globus gefunden, mein Michael. Es war irgendwie was anderes. Gut. Meine Fresse. Anderthalb Stunden. Ja. Ja. Jawohl. Ich glaube, mehr als 11 Leichen gibt's auch nicht. Nice. Gut. 11 Scheine, gestohlene Gegenstände 6, 8. Ja, das kann man machen. Und Geheimnisse? Ja, 11 Punkte. Yo. Yo. Ja, es waren 3. Ah, stimmt. Da hinten in der Ecke, draußen im Hof, Keller und da oben hier die Session. Cool. Leute, haben wir auch geschafft. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ganz gerne mal ein Like da. Und dann sehen wir uns in 2 Tagen. Ich habe mich dazu entschlossen, das alle 2 Tage rauszuholen, hauen, weil geht ja über 1 Stunde, jetzt sogar 1,5. Von daher ist, glaube ich, ganz nice, weil sonst hast du das. Keiner kann sich so viele Videos angucken. Ne? Ich meine, kommst du nach Hause, was machst du an? Devo und machst danach nichts anderes mehr? Ich denke nicht, dass das passiert. Von daher ist alle 2 Tage, glaube ich, ganz gut. In diesem Sinne. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und machen mit der nächsten Mission weiter. Bis gleich. Ciao.